Ja, grüß Gott. Ich heiße Alex, ich bin Landwirt und ja, ich mag Trecker fahren. Und ich habe ein kleines Problem. Und um euch das einmal zu präsentieren, stellt euch einmal vor, ihr habt einen kleinen Gemüsegarten. Ihr habt richtig schön viel Arbeit darin investiert. Jetzt wart ihr im Urlaub weg, kommt wieder, freut euch schon auf euren Tomatensalat. Ihr müsst aber sehen, euer Garten, der ist komplett eingegangen. Euer Garten war Opfer eines Erntepilzes. Das kenne ich in der Landwirtschaft natürlich auch. Und zwar, wenn bei mir meine Getreideernte von einem Pilz befallen wird, dann kann auch meine komplette Ernte über den Jordan gehen. Das ist natürlich ein Problem. Auf der einen Seite, weil ich eine ganze Ernte verliere, in die ich investiert habe. Auf der anderen Seite aber zum Beispiel, weil meine kleine Tochter oder Basti nicht genug Cornflakes bekommen. Tja, außerdem treffen uns Getreidepilze natürlich auch genau da, wo wir alle eigentlich am verwundbarsten sind. Die Bierpreise steigen. Und die für Brot, die sind auch nicht ganz unwichtig. Wenn jetzt also ein Pilz auf meinem Feld auftritt, dann benutze ich Fungizide. Fungizide, das sind Gifte für Pilze. Die sprühe ich aufs Feld, Problem gelöst. Aber vor kurzem kam eine Gruppe von Studenten auf mich zu und sagte mir, du, Pilze im Allgemeinen sind gar nicht dein Problem. Es gibt nur ein paar bestimmte Pilze, die deine Ernte angreifen. Und dann wollten sie mir eine komische Geschichte erzählen mit einem seltsamen Drachenpilz. Das habe ich nicht ganz verstanden. Aber was sie erzählt haben, das war interessant. Und zwar, dass Fungizide halt eigentlich nur Gifte für Pilze sind und dementsprechend auch nicht zwischen den schädigenden Pilzen für meine Ernte oder den nützlichen Pilzen unterscheiden können, die wichtig sind, um ein gesundes Ökosystem zu erhalten oder zum Bierbrauen. Es ist also ungefähr so, als würde man versuchen, den großen bösen Wolf zu fangen, indem man den gesamten Wald abbrennt. Und das ist nicht unbedingt hilfreich. Man braucht also ein System, das nur diesen einen bestimmten Schädlingspilz angreift und alles andere verschont. Diese Studenten haben scheinbar viel zu viel Freizeit, weil sie neben dem Studium bei einem Wettbewerb namens iGEM mitmachen. Und bei diesem Wettbewerb wollen sie genau das entwickeln. Dazu versehen sie bestimmte Partikel, die sie designen, mit einem Anschriftsticker, damit sie nur gerichtet auf einen bestimmten Pilz wirken. Außerdem werden diese Partikel mit etwas überzogen, was auch nur ganz bestimmte Pilze aufnehmen würden. Also auf Menschen bezogen vergleichbar, als würden diese Partikel nach Pizza Hawaii schmecken. Die würden auch nicht alle aufnehmen wollen. Jedenfalls, wenn diese Partikel erst einmal in den Pilz gelangt sind, dann können sie ihn wie ein trojanisches Pferd von innen heraus sabotieren, indem sie zum Beispiel bestimmte Funktionen manipulieren oder zerstören. Und daran wird der Pilz am Ende zugrunde gehen. Und da nur der Pilz diese Partikel aufnimmt, würden meine Pflanzen und die nützlichen Pilze davon überhaupt gar nichts merken. Also ich bin jedenfalls relativ überzeugt von deren Projekt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn die Studenten es schaffen, meine Ernte oder euren Garten zu retten, also dann wäre das für mich auf jeden Fall ein voller Erfolg und ein schönes Happy End. Vielen Dank.